Folge Nummer 14 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land, waren letztes Mal hier, haben gesehen, dass wir Arbeiter brauchen, die gebildet sind, hatten wir da oben ja irgendwo eine Schule, die noch ein bisschen braucht und ja, dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wohnraum. Jetzt ist die Frage, ob wir diese Ecke mit Wohnraum noch voll machen. Hier haben wir eine Mülldeponie, ne? Na, dann machen wir da irgendwas anderes hin, aber keine Dingens, Wohngebiete. Dann würden wir eher hier das anfangen und ich denke mal, wir können auf dieser Seite hier links noch ein bisschen was mit Wohngebiete machen. Dafür brauchen wir aber erst noch ein bisschen was mit Straße. So, jetzt lassen wir überlegen, die Straße geht ja hier rüber, hat Auf- und Abfahrt. Ja, Industrie ist da drüben, ist aber auch irgendwann Sabbat hier oben. Ne, warte mal, wir machen hier oben noch ein paar Querstraßen hin. Und können da auf jeden Fall was mit Wohngebiete vielleicht machen, oder? Am Berg, oder? Die Option lassen wir uns für später. Lass uns definitiv hier Wohngebiete machen. Ja. Straße her mit Bäumen. Diese ist ja schon mal richtig. Ich würde jetzt sagen, man kann hier noch eine Straße reinbauen. Warte mal, lass uns die geschwungen machen. Die dann hier rauskommt und dieses noch erschließt. Ich denke mal, so können wir das ruhig machen. Und dann gibt es hier noch ein paar Häusler. Ich glaube, wir können mal hier, obwohl, dann kann die kleine Straße nachher nicht das Ganze hier aufnehmen. Das bringt dann nicht, das wird nicht gut sein sonst. Die freuen sich sicherlich nicht, wenn sie hier im Hintergrund. Sag schon, Ja, machen wir aber anders, machen wir ein bisschen kleiner. Hier machen wir noch ein bisschen Gewerbegebiet hin, ne? Ja. Und den Rest machen wir mit Füllwerkzeug dann das. Ne, auch noch nicht. Machen wir hier auch noch abtrennen. Und füllen dann den Zwischenraum hier mit auf. Das kann auch noch so. Ja, die beiden auch noch. Das auch noch. Ah, hier ist diese Kreuzung. Machen wir nicht. Hier machen wir ein bisschen noch Blaues hin. Da nicht. Aber da können wir Blaues machen. Hier, da, da und hier trennen wir das auch noch mal kurz. So. Und dann schütten wir da den Rest auch noch blau voll. Dann ist da auch noch mal was. Gut. Ja, hier müssen wir überlegen, ob wir hier nachher irgendwie was noch machen wollen, ne? Diese Straße darüber bauen? Nein. Wir bleiben hier drinne und bauen dann vielleicht noch hier eine Straße weg, die da reingeht. Die machen wir mal gerade hier rein. Bis dahin. Ne, machen wir erst, wenn bis dahin. Hier irgendwie snippt die Blöde ein, ne? Da geht's ja, ne? Das ist okay so, aber da geht's schon wieder dann nicht mehr richtig. Eigentlich wollte ich jetzt hier nicht. Mach das mal weiter bis hier so hin. Bis wo gehen wir hier? Ist da? Da wäre zu weit, da kommen wir nicht mehr rum.
Oh, würde sogar noch gehen. Sehr interessant. Passt. So machen wir es. Gut, ja. Haben wir im Wohngebiet mehr. Wie sieht es hier mit Wasser aus? Okay, müssen wir ein bisschen verlängern hier. Zack. Und dieses muss auch ein klein bisschen länger werden. Passt. Dann haben wir da auch genug Wasser. Strom sollte ja sich von alleine ergeben. Hier haben wir noch Platz für diverse Gebäude in Richtung Schule etc. Aber das ist hier jetzt nicht verlangt. Wir bauen hier keine Hochhäuser, sondern kleine Häuser. Und zwar hier, denke ich mal, können wir die Straße sowieso so bauen. Und hier ergibt es sich dann sowieso auch. Diesen Bereich lassen wir frei für ärztliche Versorgung und sowas. Diesen Anfangsbereich bauen wir auch Dingens. Blaue Gebäude. Und der Rest machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ich denke mal, hier soll es erstmal reichen mit Bewohnung für Wohnraum. Wir müssen bestimmt wieder gleich irgendwelche anderen Dinge noch bauen. Wie sieht's denn mit Dingens aus? Sag schon, mit Müll und sowas aus. Ja, Mülldeponien ist schlecht. Wir brauchen mal eine Müllverbrennungsanlage wieder. Aber die ist zurzeit. Passt die nachher da rein? Müsste man mal gucken. Ja, ist wieder so ein Ding, ne? Hier muss irgendwo auf jeden Fall eine hin. Das ist Fakt. Ist nur die Frage, wie, ne? Und wo? Hier rein wäre auch nicht schlecht, ne? Also da ist nicht der Deal. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir machen die hier hin. Aber dann zwei Kreuzungen wieder nacheinander. Das ist wieder so ein besonderes Problem dann, ne? Eigentlich nicht. Aber wo baust du hin? Irgendwo muss er hin. Oder gleich hier eine Abfahrt direkt selbstständig gebaut. Geht auch, ne? Hier so hin. Eigentlich wäre sie hier ideal gewesen, ne? Ist halt nicht. Lass so. Machen wir nicht. Hier fehlt es aber schon wieder am Müll abholen, ne? Wie viel Geld brauchen wir denn dafür, das Ding? 30. Und wir haben fast 30. Ich denke, wir sollten sie schon hier hinbauen. Kommt das Geld rein oder nicht? Sollte eigentlich. 29,6, da war es kurz am Flickern. Da ist es. Na, nicht ganz, immer ab und an mal. So, jetzt haben wir 30,1. Warten wir gerade ab. Ja, komm, zack, und gebaut ist er. Jetzt ist Geld alle. Haben wir aber wieder ein Stück geschafft. Die war auf jeden Fall wichtig, weil wir ja hier raus müssen, ne? Aus der Geschichte da. So. Wie sieht's sonst so aus? Nämlich hier schon eine Müllstelle. Da gibt's auch ein bisschen Müll. Das war schon gut, dass wir das gemacht haben, damit das besser erschlossen ist. Weil ist ja auch... Da haben wir, hier haben wir nix, ne? Jetzt ist dadurch da auch ein bisschen gegeben. Hier fehlt zum Beispiel mit Müll abholen. Was macht die ärztliche Versorgung? Die ist da gegeben. Also hier fehlt definitiv auch wieder eine Arztgeschichte dann, ne? Brauchen wir 10.000 für. Ja, genau die wie die, genauso die wie die. Wenn man die da hinsetzt, wäre sie hier sozusagen
Müsste eigentlich gut funktionieren, wenn, ne? Ach so, wir können, das dürfen wir ja nicht vergessen. Das, wir haben ja ganz viele Fußgänger, oder wie war das, ne? Pflasterweg. Fahrradstraße? Ja, Pflasterweg ist gut. Pflasterweg kommt schon mal sofort hier gelöst hin. So, und dann können die da schon mal loslaufen. Und das Gleiche kann man dann auch hier machen, ne? Ah, das hat nicht ganz geklappt. Irgendwie mag das nicht so, wie ich das mag. Sind die Straßen denn dann verbunden? Ja, ne? Die Wege? Ja, ne? Ja. Das Gleiche basteln wir hier auch noch. So, gut, wunderbar. Fußgänger, ne? Wahnsinn. Und hier. Jetzt ist hier dunkel, das ist ein bisschen doof, ne? Und ich denke, wir machen das Gleiche hier nochmal. Da. Und auch da. Das ist doch cool, oder? Und hier können wir definitiv sowas auch einbauen. Dann können die da auch lang gehen, oder? Und hier war doch auch so eine Möglichkeit. Das ist zu nah dran, ne? So, geht's. Geht es denn hier so lang zu bauen? Gehen die da jetzt hin oder nicht? Also da ist verbunden, ja, aber hier sehe ich jetzt die Verbindung nicht unbedingt. Bagger? Ja. Da ist nicht so die Verbindung. Dann nochmal das Ganze. Okay, das ist wieder zu nah. Das auch. Da ist leider keine Verbindung gekommen. Das ist voll doof hier. Ach guck mal, hier haben wir auch welche mit Bäumen, ne? Wäre ja noch schicker, oder? Wenn der da nicht einsnappen würde, ne? Dann würden wir es wahrscheinlich hinkriegen, ne? Was sind das denn hier für welche? Ach, Freizeitparkweg ist das, das wollen wir nicht. Ein Parkweg mit Dekoration, den wollen wir schon. Aber das ist nicht angebunden. Das ist nicht angebunden, das ist doof. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Was ist das denn hier für ein Naturschutzgebiet mit Dekoration? Auch sehr interessant. Zooweg. Noch ein Zooweg. Ja, gut, dann heißt das, den wieder abgerissen. Und ein bisschen anders gebaut. Kriegen wir das so? Nein, geht auch wieder nicht.
nicht verbunden. Dann geht das hier nicht. Machen wir das leider auch weg. Wird der Weg dahinterher gehen? Ich glaube nicht, ne? Ja, wäre es schön, wenn es nicht immer überall einsnappen würde, ne? Das ist schon wieder voll nervig mit dem Einsnappen, ne? Naja, egal. Lass das so. Passt der? Ich glaube, da ist er angebunden und da ist er auch angebunden. Der Weg geht. Hier können wir das auch nochmal machen. Und da können wir den Luminar da ziehen. Dann können die da auch lang gehen. Wunderbar. Hier wäre sowas auch möglich. Da muss ein ganzes Haus für weg. Warte, da war er doch. Okay, das hat aber wenigstens auch so weit geklappt. Die Fußgänger, ne? Die haben wir da ja. Da ist auch gut. Hier sind wir schon zu spät dran, weil das zugebaut ist, aber das geht da, da. Ja, das ist doch nicht schlecht hier, oder? Hier können wir sowas auch noch machen. Wenn es denn geht, geht leider nicht. So geht's interessanterweise so schief. Hier müssen wir was machen. Und kein Platz mehr. Müssen wir leeren. Das ist schlecht. Machen wir gerade die Mülldinger auf. Der ist okay. Der leert sich. Ja, die leeren sich alle gerade. Okay. Wie viel Prozent haben wir denn bei den anderen? Hier sind's 65% noch voll. Und bei dem hier, wo war er? Da. 78 voll, also noch reichlich. Da sind wir jetzt nicht gerade auf dem besten Weg, ne? Hier gibt es ein Feuer. Wie ist da mit Feuerwache? Ist hier ganz schlecht, okay. Aber doch, wir hätten das Geld dafür sogar über. Was soll die kosten? 12. Hier fehlt es insgesamt an Feuerwache hier hinten. Die wäre jetzt hier gar nicht verkehrt in dem Sinne. Allerdings könnten wir sie hier vielleicht, da ist der Spazierweg jetzt hingekommen. Hier wäre sie ideal gewesen, wahrscheinlich, nee, da auch nicht. Ja, schwierig. Ich stelle mir immer die Frage, ob sie nur an einer Seite sein könnte oder ob man beide Seiten dahin kriegt, eine Straße. Also hier wäre schon sinnig, eine sowieso zu bauen, ne? Oh, jetzt haben wir sie gebaut, jetzt passt es schon. Okay. Da haben wir was, da haben wir was. Ja, ist schon okay. Hier muss irgendwie noch was hin. Aber wir können nicht überall alles abdecken, das ist halt so. Ja, müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ne? Wir sind jetzt aber auf einem guten Weg. Wir brauchen immer noch mehr Wohnraum. Können wir ja auch noch immer machen, so ist ja nicht. Hier drinnen wollten wir diese ganzen Arztgeschichten machen. Das heißt, hier kann ja auch alles schon mal längens hin. Normale Wohnfläche erstmal. Da auch und da auch, genauso wie da. Ne, da nicht. Da wollten wir ein bisschen Kommerz noch setzen. So passt's, oder? Hier
Ja, ist freigelassen für Kommerz halt, ne? Aber das wächst und gedeiht ja hier schon. Strom, ja, die kriegen genug Strom. Wasser hatten wir schon gemacht, das passt. Wird also alles gehen. Die MVA ist da. Ja, sind wir wieder ein Stück weiter und gucken dann, können wir denn noch eigentlich so ein Feld mehr kaufen? Ja, ne? Ja, können wir auch kaufen. Geld wäre auch da. Neue Kachel wäre das. Okay, da müssen wir dann überlegen, machen wir jetzt aber nicht. Aber wir wollten ja vielleicht auch hier, ich glaube, wo waren das mit? Kann man das hier jetzt, glaube ich, nicht einblenden mit der Landwirtschaft und so, ne? Doch, geht hier auch. Okay, da wäre viel Landwirtschaft. Was haben wir denn hier, dass das so ist? Keine Ahnung. Was uns dieses Zeichen da sagt. Ist das Wald? Fruchtbares Land ist da. Ich weiß nicht, was uns das hier zeigt. Ja, ist Wald wohl, ne? Ist denn da? Wir haben doch da jetzt schon gebaut. Ist denn da Wald zu sehen? Eigentlich nicht, ne? Also hier sind ganz viele Büsche und Sträucher hingekommen, oder? Aber Wald eigentlich eher nicht, ne? Ja, muss man mal gucken. Weiß ich jetzt auch nicht, wenn da natürlich Wald ist, ne? Wenn wir das dann so sehen würden. Aber das ist ja hier zu sehen. Ja, das ist definitiv Wald. Junger Wald. Das würde bedeuten, da müssten Industriegebiete hin, ne? Würde ja nur Sinn machen. Sogar intensiv bewaldet. Das bedeutet, hier muss definitiv irgendwo eine Autobahnabfahrt hin. Die ist Kreuz und da haben wir ja die Abfahrt. Oder die Straße geht dann da lang, ne? Das war ja auch eine Idee, glaube ich, ne? Oder? Was haben wir denn hier für eine Straße mit Bäumen in der Mitte? Vierspurig. Diese wird's sein. Die soll dann da mal weitergehen, ne? Diese hier. Würde ich jetzt so sehen, dass die so geht. Und dann eine Etage höher kommt. Für die Autobahn sozusagen. Hier. Zack, dass die da drunter her passt. Und dann müssen wir da wieder runter. Genauso. Und dann würde ich gucken, dass die hier so aufhört und dann kleiner wird, ne? Vielleicht kann man die nach da verbinden. Müssen wir mal gucken. Ist halt so eine Idee, ne? Hier lang. Und dann am Fluss auch lang, ne? Hier so lang. Mach mal so andeutungsweise schon mal. Muss mal gucken, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Aber hier ist schon mal was. Und da Industriegebiet hin. Ja, welches natürlich auch noch, ne? Naja. Und eigentlich gibt es hier auch irgendwo noch diesen Ackerweg, der dann aber nicht einspurig ist, sondern zweispurig ist. Und naja, das ist jetzt nicht so der Bringer, finde ich. Ja, hier kannst du dann nur noch so weitermachen, ne?
Promenadenstraße, oder wie ist das hier? So müssen wir es erstmal lassen. Okay, dann sind wir aber schon wieder ein Stück weiter, werden dann irgendwann überlegen, wie wir das weiter bauen. Das müssen wir dann ja auch noch sehen. Wir können jetzt hier noch eine Autobahn in zweier Richtung mit Lärmschutzwand. Was ist das hier? Autobahn in einer Richtung mit Lärmschutzwand. Ist das jetzt hier eine komplette Straße dann, oder was? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber eigentlich ist es ja die, die wir hier haben wollen, ne? Was gibt's denn noch? Okay, mit Mehrzweckstreifen. Aber die kriegen wir da jetzt dann auch nicht hin oder so, ne? Wie viele Spuren hat die denn hier? Dreispurig ist die. Und das wäre jetzt die, die da ist. Guck mal, die wird super da lang gehen, ne? Und die andere. Geht natürlich nicht da so nebenher mal gerade eben. Und da siehst du, snappt sie nicht mehr ein. Ziemlich doof, ne? Ach, nicht genügend Geld, alles klar. Hat einen anderen Grund, dass wir sie nicht bauen können, alles gut. Werden sie da vielleicht auch schon mit Lärmschutzwand bauen sollen, ne? Geht da noch was? 1950? Ja, guck, da wird's wieder gehen. 1690? Komm mal, ein bisschen Geld hier mehr aufs Konto jetzt. Aber das schafft sie dann nicht. Da snappt sie dann nicht richtig ein. 2600. Dafür müssen wir lange laufen lassen, dass das Geld zusammenkommt, ne? Eins. 1,3. 1,6. Fast 2. 2,3. 2,5. Und jetzt sollte es reichen. Und jetzt hat die Autobahn das geschafft. Hier haben wir mit Lärmschutzwand da hinten leider nicht, ne? Naja, aber ist egal, passt schon. Soweit sind wir erstmal durch. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und wir haben ein Problem. Gerne Kommentare schreiben und wenn ihr die Kommentare geschrieben habt, könnt ihr gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.